Gut, also ich möchte jetzt beginnen. Ich bitte um Entschuldigung für die etwas längere Verspätung als sonst. Es gibt verschiedene Gründe dafür. Also es geht heute um den Arbeitsmarkt in der zweiten Version. Die Idee ist, dass der Arbeitsmarkt so wichtig ist in unserem Fach, dass man tatsächlich mindestens zwei gute Sitzungen dazu dem Thema widmen sollte. Die Gründe sollen Ihnen bereits klar sein. Ich werde versuchen, das in den ersten Minuten nochmals zu verdeutlichen. Als Zusammenfassung biete ich diese folgende Liste an. Also erstens natürlich letztes Mal noch einmal angucken. Die Grundzüge der Arbeitsmarktökonomik sind aus der Perspektive von Marshall. Das heißt, wir versuchen erstmal die Grundbestimmungen der Nachfrage nach Arbeitskräften, nach Arbeitsstunden zu ermitteln und das Angebot der Haushalte und ihre Vertretungen, das kommt heute noch, auch die institutionellen Einflüsse, die sind erstmal ausgeblendet worden letzte Woche und mit eigentlich verheerenden Folgen. Also man hat bestimmte Dinge tatsächlich gar nicht im Blickfeld, nämlich die Arbeitslosigkeit. Das ist ein großes Thema in der Gesellschaft, was es bedeutet. Und diesmal werden wir dieses Umfeldoffensiv angehen. Das ist ganz deutlich, dass die Arbeitslosigkeit eine der wichtigsten Variablen ist, die wir als Makroökonomen angucken, verfolgen, darüber Berichte schreiben. Und dann gibt es die Interpretation der Arbeitslosigkeit, und das geht eigentlich zum Kern der Frage, inwiefern ist die Arbeitslosigkeit auf individueller Ebene eine Sache, die man selbst bestimmen kann. In der Theorie, die wir letzte Woche angeguckt haben, ist dies der Fall, aber das scheint nicht nur persönlich etwas problematisch zu sein, sondern auch in den Daten scheint es tatsächlich Widersprüche zu geben. Deshalb müssen wir eine neue Interpretation der Arbeitslosigkeit anbieten. Ich werde sogar drei anbieten. Also die erste ist die sogenannte markträumende oder gleichgewichtige Arbeitslosigkeit aus freier Wahl. Zweitens ist eine Art unfreiwillige strukturelle Arbeitslosigkeit. Eine dritte Interpretation heißt friktionelle Arbeitslosigkeit. Da geht es um die Tatsache, dass die Strömungen am Arbeitsmarkt sehr, sehr intensiv sind, selbst bei gleichbleibendem Zustand, dass die Zu- und Abgänge der Arbeitslosigkeit intensiv und sehr groß ausfallen können. Und wenn wir diese drei Perspektiven sozusagen zusammen im Blick haben, können wir besser verstehen, weshalb das Problem der Arbeitslosigkeit immer noch bei uns bleibt und auch im Prinzip mitbestimmt, inwiefern eine Volkswirtschaft produzieren kann oder wird in mittlerer Sicht. Und da kommen wir auf das Thema der gesamtwirtschaftlichen Bruttowertschöpfung, des gesamtwirtschaftlichen Angebots. Also letzte Woche hatten wir hervorgehoben, dass es eine zentrale Rolle des Arbeitsmarktes gibt. Und wir haben zunächst mal die übliche neoklassische Darstellung des Arbeitsmarktes angeboten, nämlich es gibt Angebot seitens der Haushalte, Nachfrage seitens der Unternehmen, auch des Staates an Arbeitsstunden, und dass die Produktionstechniken sind so, dass diese Arbeitsnachfrage und die Verwendung von Arbeitskräften unabdingbar ist. Ohne Arbeit geht gar nicht. Eine Volkswirtschaft, die gar keine Beschäftigung einbieten kann oder über keine Arbeitsstunden in der Verwendung verfügen kann, kann eigentlich gar nichts produzieren. Wir sind noch nicht so weit, dass wir eine Gesellschaft aus Robotern uns vorstellen können. Daher gibt es die Überlegung, warum setzt man Arbeitsstunden ein und wer bietet sie an? Das sind die Haushalte. Und die haben auch eine Entscheidung zu treffen. Man kann niemanden zwingen zu arbeiten. Man kann die Rahmenbedingungen ändern. Aber letztendlich ist es, wir werden es auch gleich sehen, ist es eine freie Entscheidung in unserer Marktwirtschaft. Wir haben die Angebots- und Nachfragekurven in umgekehrter Reihenfolge
abgeleitet und dargestellt. Und unter normalen Bedingungen sind sie jeweils positiv und negativ geneigt im Lohn, Beschäftigungslohnraum. Und dann haben wir das partielle Gleichgewicht am Arbeitsmarkt dargestellt. Wir hatten viele Begriffe eingeführt. Das heißt, wir lehnen uns sehr an mikroökonomischen Prinzipien und Ideen, Konzepten. Deshalb ist die Mikroökonomie unvermeidlich verzahnt mit der Makroökonomie heutzutage. Das war vielleicht vor 50 Jahren nicht der Fall. Man dachte, man könnte C plus I plus G plus X minus Z einfach so darstellen als autonome Gleichungen und lösen. Aber jetzt versuchen wir wirklich in die mikroökonomischen Fundierungen zu greifen und das besser zu verstehen. Wir haben das Arbeitsangebot und Nachfrage Kurven, wir haben die erstens das Angebot angeguckt, wir haben Indifferenzkurven abgeleitet oder wenigstens dargestellt und gezeigt, dass eine Nutzen-Maximierung aus Haushaltssicht bei beschränkten Ressourcen, bei einer Budgetrestriktion dazu führt, dass es eine Entscheidung getroffen werden kann, die nicht verbesserungsfähig ist. Und dann kann man gleich darauf eingehen, was passiert, wenn die zentrale Variable in dieser Darstellung sich ändert. Das ist nämlich der Reallohn. Und wir haben gleich gesehen, dass es eine Uneindeutigkeit gibt, dass eine Lohnerhöhung zu einer Verbesserung der Haushaltssituation ist, solange Arbeit vorhanden ist. Wir haben auch gesehen, dass es zweierlei Effekte gibt. Es gibt einen Arbeitsmarkt, eine Arbeitsreaktion, eine Reaktion des Haushalts auf eine Lohnerhöhung, die sagt, hey, es lohnt sich zu arbeiten, mehr als vorher. Jede angebotene Stunde bringt mir mehr Einkommen und Ressourcen und deshalb mehr Konsum. Aber auf der anderen Seite ist jede Lohnerhöhung mit einer Verbesserung des Gesamteinkommens bei gleichem Angebot an Stunden verbunden. Das heißt, ich könnte im Prinzip weniger arbeiten und meinen Konsum noch mehr mit mehr Freizeit kombinieren und genießen. Diese Effekte sind tatsächlich am Arbeitsmarkt zu beobachten. Im Nettoeffekt ist das Arbeitsangebot positiv geneigt, aber bei volljährigen Männern zum Beispiel hat man über die Jahrzehnte hinweg eine tendenzielle Rücknahme des angebotenen Kontingenten oder der angebotenen Stunden der Haushaltsstunden von Männern ausgehend. Und diese Tendenz lässt sich sehr gut mit einem Einkommenseffekt begründen. Bei Frauen, die gerade am Arbeitsmarkt angekommen sind, ist es umgekehrt der Fall, vor allen Dingen die in einer Partnerschaft leben. Wir haben gesehen, dass Beschäftigung tatsächlich aus Haushaltssicht, aber auch aus Unternehmersicht, aus zweierlei Perspektiven gesehen werden. Erstmal am intensiven Rand. Ich beschäftige mich mit meinen Arbeitnehmern oder ich lasse sie arbeiten intensiver, führt zu mehr Angebot an Stunden je Arbeitnehmer. Ich kann sie darum bitten, ich kann versuchen, mal Anreize zu schaffen. Das ist der sogenannte intensive Rand. Es kann auch dazu kommen, dass die Menschen nicht in der Lage oder bereit sind oder ich habe keine Menschen, die mehr arbeiten wollen als Unternehmer, als Arbeitgeber, dann müsste ich mal neue Leute einstellen. Diese Logik ist klar, mit verschiedenen Kosten und Vorteilen verbunden und beide sind für uns wichtig. Dann sind wir auf die Arbeitsnachfrage eingegangen, also Entscheidung des Unternehmers oder des Staates, um irgendwie entweder den Gewinn zu maximieren oder die Kosten zu minimieren. Manchmal ist beim Staat genau diese Entscheidung von Relevanz und führt zu ähnlichen Überlegungen. Und letztendlich ist diese Nachfrage ein Ergebnis eines Vergleichs zwischen den Produktivitätsniveaus, die zusätzliche Arbeitsstunden einbringen, versus die Kosten, die anfallen. Und solange dieser Differenzbetrag positiv ist, ist es für das Unternehmen und für den Unternehmer oder Unternehmerin interessant, neue Stunden einzustellen. Das ist eine ganz einfache Logik und fällt jedem leicht ein zu verstehen. Es gibt natürlich Verschiebungen der Nachfragesituation. Es kann auch dazu kommen, dass plötzlich Arbeitsstunden produktiver sind oder weniger produktiv sind. Und das bedingt natürlich meine Entscheidung, die ich da treffe. Und um das zu verstehen, müssen wir die Produktionsfunktion einführen, wir müssen die Rolle des Kapitalstocks richtig erfassen und wir müssen auch die Rolle des technologischen Wandels
beim Arbeitsprozess verstehen. Dann kann man diese aggregierten Kurven ableiten und mit der üblichen Logik der Mikroökonomie verstehen, worum geht es. Eigentlich geht es darum, dass bei einer Beschäftigung gibt es Arbeitnehmer, die oder Arbeitnehmerstunden, die produktiver sind als der Lohn, und das ist sozusagen der Gewinn, der dem Unternehmen zufällt. Es gibt auch Haushalte, die auch bei niedrigen Löhnen arbeiten würden und genießen diesen Überschuss, diesen Renten, weil der Lohn eben ein bisschen höher ist. Das kann man am Marktgleichgewicht sehr leicht erkennen. Das ist alles Wiederholung vom letzten Mal. Aber letztendlich geht es in erster Linie darum, inwiefern diese Menschen nachgefragt werden. Wir hatten letztes Mal das schöne Bild von damals, vor 100 Jahren, Berlin, so ein Fernsprechsaal, wo diese Gespräche vermittelt wurden. Und da gab es einen ganzen Berufsstand, der sich daraus entwickelt hat. Dieser Berufsstand ist gegenwärtig nicht mehr existent. Es gibt ähnliche Menschen, die vielleicht bei Callcenter sich hinsetzen und genau solche Gespräche führen, aber nicht diese Art von Gespräche, nicht Vermittlungsfunktionen, sondern tatsächlich Informationsverbreitung und ganz andere Funktionen, ganz andere Ausbildungswege und Produktivität notwendig. Insofern, diese Art von Tätigkeit hätten heutzutage gar keine Verwendung mehr. Bedingt wird die Technologie durch den Stand des Wissens allgemein, aber die Technologie bedingt die Produktivität von Arbeitsplätzen, und die Arbeitsplätze, die wir heute für produktiv halten, können in 10, 15 Jahren völlig anders aussehen. Es kann auch sein, dass andere Arbeitstätigkeiten, die wir hätten niemals hätten vorstellen können, von großer Relevanz werden. Das bringt mich zum ersten Fragenkomplex, nämlich inwiefern ist da die Arbeitslosigkeit tatsächlich einer freiwilligen Natur. Jeder Mensch, der ein Angebot bekommen hat, auch Studenten, die mal an der Messe oder bei der Messe arbeiten können, wo man sagt, ey, zu dem Lohn lohnt es sich wirklich nicht, ich muss da hinfahren und das ist doch nicht, was sie letztes Jahr angeboten haben und die Bedingungen sind unangenehm, man kann sowas ausschlagen. Und genau solche Entscheidungen können getroffen werden, müssen nicht getroffen werden. Gleichzeitig haben wir das Gefühl, dass erfasst nicht alle Entscheidungen und Auswahl, die man als Arbeitslose, als jemand, der möglicherweise in diesem Zustand ist, hat. Und deshalb müssen wir diese Arbeitslosigkeit erstmal definieren. Es ist nicht unbedingt das, was ich letzte Woche dargestellt habe. Es geht zunächst darum, dass man, wenn man in die Bäckerei geht und man stellt fest, es gibt Brot da, zum Anfang des Tages kann dieses Brot einen bestimmten Preis haben. Zum Schluss beobachtet man, dass Brot alles weggeräumt ist. Und das heißt nicht, dass das Brot weggeschmissen wurde, sondern die Preise zum Ende des Tages haben sich angepasst oder man hat irgendwie auch die Produktion angepasst, dass es keine unverkaufte Brote mehr gibt. Oder die werden zum Schluss zu einem billigen Preis abgesetzt. Ich übertreibe es ein bisschen, aber so ist der Markt eigentlich. Der Markt sucht den Preis, der tatsächlich dafür sorgt, dass es keine unausgelasteten Ressourcen vorhanden sind. Und wenn man die Arbeit und die Arbeitskräfte so sieht, käme man vielleicht zum ähnlichen Schluss, aber der Preis der Arbeitskräfte bewegt sich nicht auf diese Art und Weise. Und vor allen Dingen gibt es eine gewisse Freiwilligkeit oder einen Willen des gehandelten Objekts, diese Arbeitskraft, diese Arbeitsstunden. Und das muss man unbedingt berücksichtigen. Deshalb muss man möglicherweise vom neoklassischen Verständnis abweichen oder wenigstens im Klaren sein, dass es nur eine Möglichkeit, dieses Phänomen zu verstehen. Ich sehe das immer so ein bisschen wie Perspektive. Es gibt drei Perspektiven des Arbeitsmarktes. Und wenn man nur eine betrachtet, ist man entweder ideologisch gesteuert oder man ist einfach blind, weil alle drei Aspekte sind da, nicht? Und wenn man alle drei gleichzeitig versteht, kann man besser verstehen, weshalb die Industriegesellschaften immer noch dieses Problem haben. Nicht? Das ist eine Politikmaßnahme. Es gibt keine eindeutige Politikmaßnahme, die dieses Problem aus der Welt schafft. Nicht? Also es gab auch in Deutschland vor 10 Jahren ganz, ganz hohe Arbeitslosigkeit. Es gab in Griechenland vor 10, 15 Jahren weniger Arbeitslosigkeit, die wir jetzt haben. Und uns
ist eigentlich die Aufgabe gestellt worden, diese Perspektiven in diesen beiden interessanten Fällen in der Veränderung auch zu verstehen. Und natürlich ist es alles politisch brisant. Jeder Politiker kann jede Situation zum eigenen Vorteil ausschlachten oder zum eigenen Nachteil, wenn man das falsch macht. Und daher muss man eigentlich ein bisschen an den Politikern vorbeigucken. Die haben ihre Klientel zu vertreten, egal welche Seite wir haben. Daher, wir müssen erstmal feststellen, dass es eine ökonomische Entscheidung gibt seitens des Arbeitgebers, aber auch seitens des Arbeitnehmers. Und wir werden gleich sehen, dass bestimmte Dinge unsere Entscheidungsgrundlage ändern, und wir müssen auch verstehen, was es für Konsequenzen hat. Ich will jetzt nur mal ganz leicht eine Anwendung machen. Das kommt aus einer Übung dieser Woche. Was passiert, wenn man dieses Bild, das wir letzte Woche sehr intensiv angeguckt haben, Sie sollen, es ist wirklich aus der angewandten Mikroökonomie Nummer 1, die Entscheidung des Haushalts zwischen Konsum und Freizeit bei einem gegebenen Lohn, den man einfach in Anspruch nehmen kann. Also stellen Sie sich vor, Sie könnten jederzeit zum Arbeitsamt gehen und den Lohn klein w gemessen an realen Gütern in Anspruch nehmen, aber keinen anderen. Also der Anstieg dieser Budgetrestriktion sei tatsächlich wie hier in der rechten Abbildung. Und dann ist die Frage, was passiert in diesem Haushalt, wenn tatsächlich die Entscheidung, gar nicht zu arbeiten, nicht mit null Konsum verbunden ist. Das ist eine ganz harte Situation. Sie können sich vorstellen, dass bei Punkt A man wirklich einen sehr, sehr niedrigen Nutzenniveau genießt. Also es wäre vielleicht eine Situation des Verhungerns. Dann fragt man sich, was passiert, wenn wir diesem Haushalt mit einem exogenen Niveau an Konsum oder Vermögen, wenn Sie wollen, bedingungslosen Zugriff gewährt zu Ressourcen, damit Konsum ermöglicht kann. Sie können mal in einem Vergleich sehen, dass hier der Haushalt eindeutig besser gestellt wird, weil der Nutzen durch die Indifferenzkurven abgebildet eindeutig höher liegt. Nicht? Also es ist doch sehr, sehr gut, wenn wir dem Haushalt einfach mal mit mehr Vermögen ausstatten können. Also meinetwegen können Sie das Lottospiel gewinnen, dann ist man auf einem höheren Nutzenniveau beim gleichen Lohn. Man würde wahrscheinlich weniger Arbeit zum Arbeitsmarkt bringen, weil man eben mehr Freizeit genießen will. Das ist auch das gute Recht des Haushalts. Nicht? Insofern haben wir unbedingt mal das ins Visier zu nehmen, dass das Angebot der Haushalte deutlich zurückgeht. Und wenn man kein Arbeitsangebot hat, hat man keine Arbeit, hat man keine Produktion. Und dann geht die ganze Situation von der Angebotsseite der Volkswirtschaft zurück. Also Haushalte werden besser gestellt. Meinetwegen ist es möglicherweise auch eine Verteilungsfrage. Aber dieser Transfer muss irgendwo mal zustande kommen. Vielleicht kommt es aus dem Ausland. Aber auf jeden Fall muss es kommen, ansonsten habe ich nicht die Möglichkeit, diese höhere Indifferenzkurve zu erreichen durch eine Budgetrestriktion, die sich parallel verschoben hat. Nicht? Also das ist, sollte irgendwie einem deuten. Deshalb, die Ökonomie ist klar, wir können sagen, das ist doch toll, geben wir diesen armen Menschen, die vielleicht niedrige Löhne haben, geben wir ein bisschen mehr Geld. Aber wir müssen damit rechnen, dass es eine Gegenentscheidung oder eine Reaktion, eine Gegenreaktion kommt. Die kann durchaus die Angebotssituation der Gesamtvolkswirtschaft beeinflussen. Okay, das heißt, die sogenannte Nachfrage nach einer Politikmaßnahme bedingungsloses Grundeinkommen kann jeder im Einzelnen gut finden, aber man muss natürlich herausfinden, wie das alles aufeinander addiert, wie kann man das finanzieren. Also wir haben letzte Woche in dieser tollen Veranstaltung festgestellt, dass es sehr viel Unverteilung in Deutschland gibt, und manche Unverteilung ist ineffizient. Durchaus möglich, dass man effizienter so eine Situation herbeiführt, dass man mehr den Haushalten, gerade den armen Haushalten, gibt. Aber wenn man das quer durch die Reihe macht, dann hat man tatsächlich einen negativen Einfluss auf die Arbeitsbereitschaft der Haushalte, und deshalb gibt es weniger aggregiertes Angebot. Und dann ist das Land insgesamt weniger produktiv, weniger reich, etc.
Insofern müsste man immer die Finanzfrage stellen, die Konsequenzen für die Gesamtwirtschaft, die makroökonomischen Folgen und dann fragen, ist das finanzierbar? Kann ich andere Leute zur Kasse bitten, um das zu finanzieren und werden sie tatsächlich weiterarbeiten oder werden sie einfach abhauen mit ihrem Vermögen und so weiter und ihren Einkommen? Das sind Politiker, das sind Fragen, die Politiker ansprechen müssen, wenn sie solche Vorschläge ernst nehmen. Hier ist ein interessantes Beispiel. Wir haben zwei Menschen hier, die bislang dargestellte Entscheidung eines Haushalts, das war diese Rose, Tangentialpunkt R. Also es ist eine Indifferenzkurve, die man könnte sich vorstellen, eine ganze Schar von solchen Indifferenzkurven. Und jetzt haben wir jemanden, der eigentlich relativ sozusagen die Freiheit sehr, sehr hoch bewertet. Und das heißt, es müsste eigentlich einen relativ hohen Lohn sein, um diese Menschen aus dem Nullangebot zu locken. Aber diese Löhne gibt es auch. Nicht? Es kann sein, dass gerade, was hier steht, ist der Nettolohn und die Steuern sind so hoch für die erst angebotene Einheitsstunde an Arbeit, dass es sich gar nicht lohnt. Ich würde lieber zu Hause sein, einfach mal meine Unterstützung genießen, wie es ist. Diese Unterschiede in der Menschheit oder in der Gesellschaft müsste man respektieren. Man muss auch die ökonomischen Folgen davon im Klaren sein. Das ist eine sogenannte Ecklösung. Ecklösung ist was man an der Ecke hat. Die innere Lösung ist eben, wo wir immer waren. Es sind zwei verschiedene Reaktionen von zwei verschiedenen Haushalten. Mit der Folge, dass diese Angebotskurve, also die Supply Curve auf Englisch, würde sich nach links tendenziell rücken und man hätte weniger Beschäftigung, höhere Löhne quer durch die Reihe. Das heißt, es ist unausweichlich, dass die sonstigen Löhne untangiert bleiben. Doch klar, wenn ich die Möglichkeit, ein bedingungsloses Einkommen in Anspruch zu nehmen hätte, würde ich, selbst wenn ich wollte, würde ich wahrscheinlich weniger arbeiten, weil meine Alternativen sehr attraktiv sein würden, einfach nichts zu tun. Gut, insofern müssen wir diese Möglichkeit anerkennen. Trotzdem, das entspricht nicht meinem Verständnis von dem durchschnittlichen Fall. Ich empfinde beide Dimensionen, eine Freiwilligkeit könnte da sein. Es könnte auch durchaus unfreiwillig sein. Ich habe meinen Arbeitsplatz verloren, ich finde keinen anderen, ich suche. Ich habe Freunde, die Arbeitsplätze haben oder Arbeitsplätze gewonnen haben zu dem Lohn, den ich auch gleich hatte und nicht mehr habe. Und ich sage, warum kriege ich diesen Arbeitsplatz nicht? Das ist die Frage. Und wo kommt das her? Dann müssen wir irgendwie doch unsere Definition der Arbeitslosigkeit anpassen für diese potenzielle Unfreiwilligkeit, die wir gleich sehen werden. Und deshalb gibt es in Genf die internationale Arbeitsorganisation ILO, International Labour Office or Organization. Sieht so aus. Also wer im festgelegten Zeitraum für eine bezahlte Tätigkeit verfügbar ist und konkrete Maßnahmen unternommen hat in der Zeitperiode, die betrachtet wurde, Monat, zwei Wochen, eine Woche, um eine Arbeit zu finden, heißt arbeitslos. Das heißt entweder, hier ist eine ganz andere Situation. Also ich habe gesucht, ich habe versucht, ich habe das mit gutem Willen, ich habe Energie, Ressourcen reingesteckt, ich habe Interviews verfolgt, ich habe beim Arbeitsamt mich angemeldet, ich bin dahin gegangen. Also diese Definition ist natürlich auch nicht ganz konkret, weil es konkrete Maßnahmen können eine ganze Palette von Maßnahmen sein. Wir wissen aus der Wissenschaft, dass der durchschnittliche Deutsche, der arbeitslos ist, verbringt vielleicht 30 Minuten am Tag beim Suchen. Das ist im Schnitt. Es kann sein, dass in einer Woche vielleicht einen ganzen Tag und dann nichts mehr. Man kann frustriert sein, man kann auch einfach aufgeben. Das sind auch persönliche Entscheidungen, die nicht im neoklassischen Rahmen passen. Die haben keine Rolle da, weil alles freiwillig und mit voller Information
Deshalb müssen wir diese Definition von der ILO ernst nehmen. Insofern, wenn Sie Interesse haben, können Sie mal später das mal angucken und sehen, dass es eine sehr, sehr interessante Diskussion ist. Jedes Land definiert diese Arbeitslosigkeit ein bisschen anders. Deshalb gibt es die OECD unter den Industrieländern versucht, diese Definition mindestens ein bisschen zu standardisieren. Gerade in Deutschland hatte lange die Arbeitslosigkeit sich über den Anspruch auf Lohnersatzleistungen definiert. Das kann es nicht sein. Wenn Ihre Ansprüche erlöschen, haben Sie keine Chance mehr und Sie gelten nach dieser Definition als nicht mehr arbeitslos. Das passt nicht. Deshalb versucht man, über diese Definition eine gewisse Standardisierung zu erreichen. Da können Sie das mal nachgucken. Also, deshalb meine Betonung der Verschiedenheit oder der unterschiedlichen Interpretationen von Arbeitslosigkeit. Ein geräumter Arbeitsmarkt ist es klar, eindeutig freiwillige Entscheidung der Haushalte. Und das ist für viele Leute nicht passend. Aber es soll nicht passend sein, weil man objektive Merkmale sieht, dass diese Freiwilligkeit widersprechen. Also man sieht, dass die Arbeitslosigkeit fluktuiert. Und es gab sogenannte die goldenen 60er Jahre in Europa, in Westeuropa, als die Arbeitslosigkeit selten über 4% lag. In den USA hingegen war es fast immer über 4%. In manchen Rezessionen deutlich höher. Dann kamen die 70er Jahre mit den Ölpreisschocks und die Europäer mit ihrer Anfälligkeit, Energieintensivität und Importe aus dem OPEC-Raum führte dazu, dass diese Industriegesellschaften massiv getroffen wurde und die Arbeitslosigkeit stieg und stieg und stieg weiter. Man hat auch festgestellt, dass in einigen Ländern der Anstieg höher ausfiel und in anderen weniger. Sie können das selber sehen. Aber das sind alle Industrieländer, wo man deutlich mehr höhere Arbeitslosenquoten bis in die 90er Jahre und auch darüber hinaus hatte. Manche können sagen, das ist ein Zeichen des Wohlstandes. Man kann ein bisschen wählerisch sein. Ich kann ein bisschen mich unterstützen lassen. Ich muss nicht gleich zu McDonald's gehen, um meine Familie zu ernähren. Das ist doch gut. Nicht nur von der Konsumseite, sondern von der Angebotsseite, meine ich. Nicht? Insofern diese wählerisch sein, aber wir haben das nicht in unserem Modell. Also wir haben nur diese Möglichkeit bei dem gegebenen Lohn. Das ist eine sehr aggregierte Sicht. Und wenn das nicht überzeugt, gucken Sie sich mal Deutschland an. Hier ist eine ganz interessante Darstellung aus dem Tagesspiegel. Ich habe das jedes Jahr verfolgt. Ich habe versucht, mal immer diese kleinen Karten rauszuschnippeln und zu vergleichen. Man sieht, Deutschland hat vielleicht eine Landfläche, eine Fläche von dem US-Bundesstaat Oregon mal 150%. Also es ist relativ kleinflächig für europäische Verhältnisse, doch etwas größer, aber es ist wirklich nicht mehr viel Raum da. Und Deutschland hat ein hervorragendes System der Infrastruktur. Sie können relativ schnell zwischen zwei Ländern im Westen und Osten fahren. Trotzdem haben Sie deutliche Unterschiede der Arbeitslosenquote. Und das ist auch übrigens definiert mehr oder weniger nach dem ILO-Konzept. Das heißt, es gibt Leute, die tatsächlich in Mecklenburg-Vorpommern im Jahr 2006 gesucht haben. Und man stellt fest, dass in Bayern die Lage völlig anders aussieht. Und dann fragt man sich, okay, ist das freiwillig oder unfreiwillig? Irgendwo hat man tatsächlich sich geweigert, aus Mecklenburg-Vorpommern wegzugehen. Da sind viele Leute, die weggegangen sind. Ich habe die Daten. Es sind Zehntausende von Menschen, die in den letzten 10 Jahren ausgewandert sind. Trotzdem haben wir diese Situation. Wo sind die Arbeitsplätze? Warum ist die Situation so? Und man sieht auch, dass die Situation sich ändern kann. 2006 auf 2009 haben wir einen Rückgang, gerade in MECFO, von mehrere Prozentpunkte, fast 5%. Und manche ostdeutschen Bundesländer haben jetzt
Arbeitslosenquote-Niveau, die angrenzend westlich aussehen. In folgenden Jahren wird es tatsächlich so. Die Arbeitslosigkeit in Thüringen ist vergleichbar mit Nordrhein-Westfalen und niedriger als in Bremen, Sachsen ebenso. Das heißt, die Anpassung der Menschen an die Situation ist nicht einfach von der Hand zu weisen. Es gibt Reaktionen, sowohl von der Nachfrageseite als auch von der Angebotsseite. Und wir haben noch keine Einheit in Deutschland bezüglich des Arbeitsmarktes, aber man sieht, dass gerade in der größten Stadt des Landes die Arbeitslosenquote am höchsten ist. Das ist eine sehr außergewöhnliche Situation. In den meisten Ländern der Welt ist diese Arbeitslosigkeit am niedrigsten. Schauen Sie sich mal Paris an, New York, London. Es ist gerade umgekehrt. Und als Ökonomen sind wir natürlich gefragt, um das zu verstehen. Also, das wird immer besser. Man verbindet das tatsächlich mit Wachstum, aber auch mit Kosten der Arbeit und auch den Anreizen, Arbeit anzunehmen. Insofern reden wir von struktureller Arbeitslosigkeit als zweiter Perspektive, wo gerade der Preis von Arbeit nicht dem Markt konform ist oder angepasst ist, egal mit welchen Folgen. Das kann auch zu Folgen, die für individuelle Menschen nicht so gut aussehen, aber tatsächlich diese Anpassungsmöglichkeit besteht. Ich werde mal später darauf eingehen. Aber es muss irgendwie so ein Hindernis sein, dass, und das ist, was Keynes eigentlich damals auch geschrieben hat in den 30er Jahren, ein Kennzeichen von unfreiwilliger Arbeitslosigkeit sei es, wenn Menschen zum gegebenen, beobachtbaren Reallohn keine Arbeitsplätze finden, die aber gerne ihre Arbeitskräfte zu dem Lohn anbieten würden, aber vielleicht wegen irgendwelchen externen Kräfte, wegen fehlender Nachfrage zum Beispiel, zu dem Lohn keine Arbeit vorhanden ist. Also die Nachfrage wird überschritten von dem Angebot zu den gegebenen, gewünschten Reallohn. Das heißt, in diesem Fall ist die Haushaltsentscheidung außer Kraft gesetzt. Die Haushalt möchte zu dem Lohn, kann es aber nicht, weil die Arbeitsplätze, die ein bisschen ausgeblendet sind in dem typischen neoklassischen Modell der letzten Stunde, ausgeblendet sind. Und wir müssen uns fragen, warum passen sich diese Löhne nicht an? Okay, warum gibt es nicht diese markträumende Situation? Und da gibt es eine ganze Liste von potenziellen Antworten. Und ich versuche die ganz nüchtern und ohne irgendwelche Anteilnahme an den Betroffenen durchzulaufen und abzuarbeiten. Und dann kann man sich selber entscheiden, was man für richtig hält. Die Evidenz ist gerade in Deutschland sehr interessant. Deutschland ist einer der wenigsten Länder in den letzten 10 Jahren, die wirklich die Arbeitslosenquote kontinuierlich hat reduzieren lassen. Und es ist eigentlich eine Mischung aus hervorragender Industriestruktur zu einem bestimmten Zeitpunkt, wo die Weltnachfrage mitgegangen ist, aber auch durch politische Reformen, die tatsächlich für einige schmerzhaft waren, aber die Lohnkosten tatsächlich reduziert hat. Das werden wir auch mal sehen. Und auch kooperative Tarifpartner, die gerade diese angesprochenen Institutionen, die in dem Moment gesehen haben, dass irgendwas passieren musste. Ansonsten wäre Deutschland der kranke Mann oder die kranke Frau sozusagen Europas noch mal 10 Jahre. Das war die damalige Diagnose der Economist im Jahr 2003. Das ist das einfache Bild. Das ist nicht mehr Marshall, sondern Pigou. Cecil Pigou war ein großer Ökonom, der in den 30er Jahren The Theory of Unemployment geschrieben hat. Und er hat tatsächlich gemeint, okay, wenn wir wirklich Marshall Glauben schenken möchten, dann müssen wir vielleicht uns mit der Idee beschäftigen, dass der Lohn, den wir beobachten, nicht gerade der richtige ist, der dafür sorgt, dass es Markträumung gibt. Markträumung heißt, es gibt keine unfreiwilligen, unausgelasteten Arbeitskräfte, die angeboten werden und nicht in Anspruch genommen werden. Nicht? Und letztendlich hat Pigou die Vorstellung, die Welt ist auch dynamisch, kann sich verändern. Vielleicht ist die Nachfragekurve vormals oben und hat sich zurück
zurückgeschoben und deshalb gibt es diese Lücke bei W-Querbalken. Und diese Lücke ist nichts anderes als diese angebotene, diese vielleicht vormals gleichgewichtige Lohn und nicht mehr anpassend für die Situation. Das passt dem ILO-Konzept sehr gut, denn bei Punkt B haben wir Nachfrage, L-Querbalken, aber LS ist das Angebot, das vorhanden ist, das angebotene Arbeitspotenzial oder die angebotenen Arbeitsstunden zu dem Lohn querbalken. Das ist auch, Sie sehen ja, es ist eine Mischung aus etwas zu viel Angebot. Vielleicht gibt man sich zu viel Hoffnung, dass bei dem hohen Lohn, dass man was bekommt. Aber natürlich auch, dass bei dem hohen Lohn die Arbeitskräfte nicht mehr so rentabel sind. Die erbringen nicht die Grenzproduktivität, um diesen Lohn querbalken lohnen zu machen. Man guckt immer zunächst einmal auf die Tarifpartner. Nicht nur die Gewerkschaften, ich werde auch die Arbeitgeberorganisationen erwähnen, weil das auch natürlich eine gewisse Rigidität herbeiführt. Aber wir fangen erstmal mit den Gewerkschaften. Das ist ein Kennzeichen von Europa. Das ist auch eine soziale Institution, die versucht, Arbeitsbedingungen zu harmonisieren, Ausbeutung zu vermeiden, Arbeitnehmerinteressen effektiv zu vertreten. Und diese Institutionen haben lange eine Heimat in Europa. Man kann nicht darüber hinwegschauen. Die haben einen Einfluss auf die makroökonomischen Geschehnisse. Wir fangen erstmal mit Skandinavien an. Man beobachtet erstmal eine robuste Vertretung, hohe Mitgliedschaft. Und Mitgliedschaft heißt nicht gleich Vertretung. Also Mitgliedschaft in den skandinavischen Gewerkschaften beläuft sich mindestens auf 70% der Zeit. Es gibt sogar Professoren, die Mitglieder in Gewerkschaften sind. Es gibt Vorteile. Die Gewerkschaften sind auch clever dort. Die bieten auch Dienstleistungen an, die es noch attraktiver macht. Zum Beispiel in den es gibt in Skandinavien Beratungen für nicht nur für Arbeitskämpfe, sondern natürlich auch für die Rente, für die Pensionierung und was man für eigene Sparleistungen erbringen sollte. Es gibt gewerkschaftlich organisierte Arbeitslosenversicherungsfonds. Aber viel wichtiger ist die Abdeckung, das ist die letzte Spalte. Union Coverage heißt, wie viele Verträge werden tatsächlich von Gewerkschaften mitgestaltet. Und da sieht man, das ist die entscheidende Zahl. Ist eigentlich egal, ob man Mitglied ist oder nicht. Es kann nur dann nicht egal sein, wenn das die Verhandlungsmacht der Gewerkschaft insgesamt beeinträchtigt. Aber was ganz wichtig ist, ob die Verträge tatsächlich abgedeckt sind. Und da sehen Sie, Skandinavien ist ganz hoch. Aber Sie gucken ein bisschen unter Skandinavien. Sie stellen plötzlich fest, hey, es gibt auch andere Länder, wo die Abdeckung auch hoch ist und es sehr schwache Vertretung gibt durch die Mitgliedschaft. Und das ist auch interessant. Gerade Mitteleuropa, Deutschland ist auch ein sehr gutes Beispiel davon, hat erheblich weniger Mitgliedschaft. Und am extremsten ist vielleicht Frankreich, wo bei einer Gewerkschaftsmitgliedschaft von 8%, es ist vielleicht sogar ein bisschen niedriger geworden, hat man trotzdem eine gesellschaftliche Einflussnahme von bezüglich der Verträge von 90%. Wie kann das sein? Zunächst einmal haben die französischen Gewerkschaften sehr hohe große Rolle bei der Aushandlung der Mindestlohnsätze. Nicht? Und das hat wie eine Kaskade Effekte auf die gesamte Lohnfindung im Lande. Und Sie sehen, in den USA sind die Gewerkschaften privatwirtschaftlich gesehen richtig nicht mehr von großer Relevanz. Ja, da müssen wir tatsächlich die Handlungsweisen von Gewerkschaften angucken. Was kann es da eigentlich sein? Wie kann man das erklären, dass die Gewerkschaften unterschiedlich handeln? Und wir kennen ja in der deutschen Szene die Auseinandersetzungen mit den kleinen Berufsgewerkschaften sich erhöht, intensiviert haben. Wie kann man das alles erklären? Es gibt eine Theorie dafür. Es gibt eine Möglichkeit, wenigstens die Präferenzen der Leitung und der Führung der Gewerkschaften zu verstehen. Es gibt einige Überlegungen, die ganz logisch sind. Die Gewerkschaften handeln im Interessen ihrer Mitglieder zunächst einmal, aber auch für andere. Es gibt eine gewisse Solidarität. Wir haben das in Frankreich gesehen oder auch in Deutschland. Auch wo es keine
Mitglieder gibt, will man aus solidarischen Gründen, aber auch Wettbewerbsgründen dafür sorgen, dass die Löhne ähnlich ausfallen. Das heißt, ist die Höhe des Lohns immer gemessen an Kaufkraft, also Reallohn, von großem Interesse. Aber auch die Gewerkschaften wollen möglichst hohe Beschäftigung bei den Mitgliedern sehen. Also wenn Sie L mal W multiplizieren, haben Sie sozusagen die Lohn- und Gehaltssumme, die wir am Anfang der Lehrveranstaltung definiert haben. Das ist tatsächlich eine interessante Größe für die Gewerkschaften. Aber das bloße Produkt der beiden ist vielleicht nicht reich genug als Erfassung der Präferenzen. Also wenn man das einfach multipliziert, hätte man eine Hyperbel. Das wäre eine Möglichkeit, eine Theorie aufzuschreiben. Aber hier haben wir viel allgemeinere Situationen. Sie sehen auch die Grenzrate der Substitution. Lohn für Beschäftigung ist durchaus unterschiedlich bei diesen drei dargestellten Politikmacher, Leitungen der Gewerkschaften. Also durchschnittlicher Fall links, mittig eine Gewerkschaft, die wirklich mehr Betonung auf das Lohnniveau setzt. Und Beschäftigung ist egal, wir wollen einfach mal den Lohn den Mitgliedern zeigen. Es gibt auch Präferenzen, die eben im Fall C dargestellt sind. Dass manche sagen den skandinavischen Gewerkschaften ein bisschen nach, das ist eher ihre Präferenz. Oder man könnte auch sagen, in den letzten Jahren die deutschen Gewerkschaften auch sehr, sehr viel Gewicht auf Beschäftigung gelegt haben. Und nicht, also weg von diesem von der Politik der 70er, 80er Jahre, wo sie mehr wirklich nur auf höhere Löhne, egal was es koste, in den Tarifrunden. Was ist die Budgetrestriktion einer solchen Überlegung? Also das ist das Interessante. Es ist eine extreme Darstellung in diesem Fall, aber das ist irgendwie die klassische Lehrbuchdarstellung. Man sagt, okay, wir nehmen einfach als Extremfall, die Gewerkschaften können im Prinzip wie ein Haushalt entscheiden, Lohn, Beschäftigung und dann, wo ist die Restriktion? Die Restriktion wird gegeben durch die Wirtschaft, durch die Bereitschaft von Arbeitgebern, diese Stunden einzustellen. Ich werde gleich von dieser extremen Darstellung zurücktreten, aber ich sage einfach, das ist interessant, weil wir sehen, wenn die Arbeitsnachfrage hoch ist, kann die Gewerkschaft tatsächlich sich entscheiden, wollen wir wirklich in die Löhne gehen oder wollen wir unsere Mitgliedschaft oder unsere Beschäftigung ausweiten lassen. Aber in dem Falle, wo die Gewerkschaft eine monopolistische Stellung hätte, würde man genau diese Entscheidung ausmalen müssen. Ansonsten wäre die Gewerkschaft blöd. Eigentlich müsste man versuchen, das Beste daraus zu machen. Auch bei negativen Entwicklungen, das heißt, es kann auch nach hinten gehen. Denken Sie an die Globalisierung. Sie haben gerade eine Textilindustrie gut organisiert. Dann geht die ganze Textilnachfrage nach China, verschiebt sich die Arbeitsnachfragekurve nach links unten. Dann muss die Gewerkschaften, ja, was machen wir jetzt? Wollen wir die Arbeitsplätze verteidigen? Da müssen wir richtig hohe Lohneinbußen hinnehmen. Oder wollen wir kämpferisch sein und wir pfeifen auf die Arbeitsplätze? Hauptsache, wir behalten den Lohn. Das ist eine interessante Überlegung. Anders geht's nicht. Man kann nicht aus dem Nix irgendwie Arbeitsplätze schaffen, wenn die Nachfrage nach China oder nach Vietnam abgewandert ist. Also man kann da tatsächlich dieses alles ein bisschen ausmalen. Es gibt viele interessante Theorien. Aber das ist eine extreme Darstellung der Machtverhältnisse. Man könnte genauso sagen, hey, es gibt auch die Arbeitgeberseite, die haben auch eine Art monopolistische Haltung. Vielleicht nicht am Produktmarkt, aber sie haben wenigstens, die Arbeitgeber können sich zusammentun, wie sie es tun in Deutschland, und haben so eine Art Front und haben eine Arbeitgeberorganisation, Gesamtmetall zum Beispiel. Und die können natürlich gegenüber von den Gewerkschaften auftreten und sagen, hey, wir können auch verhandeln. Das heißt Widerstand leisten. Und dann ist dieses Bild nicht mehr das Relevante. Dann müsste man eine Nash-Verhandlungslösung aussuchen. Es gibt auch mikroökonomische Ansätze, die Sie vielleicht aus dem Mikro kennen. Man kommt auf ähnlichen Ergebnissen. Hauptsache, Sie sehen, wenn man diese großen Agenten, groß agierenden Agenten in der Volkswirtschaft am Arbeitsmarkt hat, dann führt es dazu, dass die Löhne nicht mehr auf die Gegebenheiten des Arbeitsmarktes automatisch reagieren. Das ist die Schlussfolgerung, dass man tatsächlich einen Reallohn aus
welchen Gründen auch immer, auf Lohn auf dem Niveau wie Querbalken, verhindert, dass eine voll oder hohe oder freiwillig gewollte Beschäftigung zustande kommt. Das wäre Punkt W. Also man kann tatsächlich die Schuld bei den Arbeitgebern legen, weil sie tatsächlich zu monopsonistisch handeln, oder man kann es bei den Gewerkschaften legen. Aber auf jeden Fall muss man zugeben, dass bei einer dezentralen Marktwirtschaft hat man die potenzielle Verzerrung am Arbeitsmarkt durch diese Institutionen, die vielleicht was Gutes bringen. Wenn Sie mit Arbeitgebervertretern reden, was ich ab und zu mal tue, sagen Sie, ja, das ist toll, was wir haben. Wir schließen die Wettbewerbssituation aus, wenn es am Arbeitsmarkt geht. Das heißt, wir dürfen nicht unterbieten oder überbieten. Überbieten ist das Wort eigentlich, gute Arbeitskräfte von den Konkurrenten zu schnappen. Das heißt, wir drücken die Lohnniveaus nach unten oder wir harmonisieren sie. Das ist auch eine Sichtweise. Und wir hindern, dass notleidende Betriebe einfach mal die Löhne nach unten drücken und einen Wettbewerbsvorteil erlangen. Ich meine, manche würden sagen, das ist Marktwirtschaft, so soll es eigentlich funktionieren. Aber mit jeder Lohnsenkung ist ein menschliches Schicksal verbunden. Und das hat gesellschaftliche Konsequenzen. Insofern, jede Gesellschaft muss sich ihre Institutionen selber aussuchen, die sie haben möchte. Man kann natürlich auch den Mindestlohn in diesem Rahmen sehen. Und viele, ich muss auch ganz deutlich sagen, 85% der deutschen Bevölkerung findet den Mindestlohn richtig. Es ergeben sich konsistent, egal von welcher Seite erhoben, immer dasselbe Ergebnis. Das heißt, es muss was dahinter stecken. Vielleicht ein Umverteilungswunsch oder die Vorstellung, dass vielleicht am unteren Ende die Arbeitsmärkte nicht so funktionieren wie in diesem Bild. Das kann auch sein. Wenn sie wie in diesem Bild funktionieren würden, hätte man das Risiko, dass wenn der Mindestlohn zu hoch gesetzt wird, dass Arbeitsplätze tatsächlich zerstört werden. Und diesen Fall habe ich hier dargestellt, aber ich möchte Ihnen auch gleich sagen, dass möglicherweise dieser Mindestlohn erstens nicht greifend ist. Vielleicht ist er unterhalb des Gleichgewichtsniveaus, oder es kann auch sein, dass gerade Arbeitgeber am unteren Bereich sich verhalten auf eine Art und Weise, die nicht mit dem neoklassischen Verhaltensweise verbunden ist. Wir reden von Monopson-Verhalten. Maren wird das in der Übung ansprechen. Wenn das Sie interessiert, machen Sie mal einen fortgeschrittenen Kurs im Arbeitsmarkt. Also die Mindestlohndiskussion ist nicht einfach mit einem Messerschnitt zu beantworten. Es ist ganz, ganz kompliziert. Wir sehen in vielen Ländern mit Mindestlohn, es gibt irgendwie einen Bereich, wo der Mindestlohn tatsächlich keine Arbeitsplatzzerstörung offensichtlich verursacht. Darüber durchaus. Also man verweist immer auf Frankreich als Beispiel, oder man weist auf den Fall Frankreichs hin, dass Frankreich tatsächlich einen Mindestlohn, der durchaus über 8,50 liegt, dass tatsächlich da viele Leute aus dem Arbeitsmarkt ausgeschlossen werden, weil die Arbeitsplätze nicht vorhanden sind, die man eigentlich bräuchte. Und man sieht interessanterweise, dass es auch eine Verteilung ist. Gerade in Frankreich, gerade in Belgien, in Ländern, wo die Mindestlöhne hoch sind, sieht man, dass die Jugendarbeitslosigkeit am höchsten liegt. Das ist die Gefahr. Deshalb ist im Mindestlohngesetz gerade explizit die Auszubildenden, die ausgeschlossen, auch junge Menschen unter 18, weil eben das durchaus ihre Chancen gleich null setzen würde. Als wäre das nicht kompliziert genug, haben wir am Arbeitsmarkt eine dritte Perspektive. Und die hat eigentlich mit einer Dynamik zu tun, die man sonst als neutraler Beobachter oder als Nichtkenner der Volkswirtschaftslehre und des Arbeitsmarkts nicht unbedingt erwarten würde. Und es geht hier darum, dass selbst wenn die Arbeitslosigkeit relativ auf einem hohen Niveau bleibt, ich rede jetzt von Griechenland, von Spanien, von Portugal, ist es trotzdem eine große Dynamik, selbst in diesen Ländern.
Ohnehin in Deutschland und Amerika, vor allen Dingen in Amerika, gibt es in jedem Monat mehrere hunderttausende Fälle von Arbeitslosigkeit neu. Und es gibt sehr viele Abgänge. Und diese Abgänge und Zugänge sind so groß, sie heben sich auf. Im Netto gibt es sehr wenig Veränderung von Monat zu Monat im Bestand. Das heißt, die Leute haben schon einen gewissen Plan, wenn sie entlassen werden. Und viele, viele, viele von diesen Menschen finden was. Wir schielen immer auf die Arbeitslosen. Das sind die Leute, die es nicht geschafft haben. Aber innerhalb eines Monats, vor allen Dingen innerhalb eines Quartals, gibt es sehr viel Dynamik. Und ich möchte das jetzt mal belegen mit Zahlen. Und wenn Sie das sehen, dann, Mann, das ist faszinierend. Wir haben erstmal diese Pfütze von Arbeitslosigkeit. Wir haben es gesehen in Spanien seit Jahrzehnten über 10%, in Südspanien über 30%. Und trotzdem gibt es diese Dynamik. Wie kann das sein? Es liegt an der Heterogenität, also an den Unterschieden der Menschen, die am Arbeitsmarkt sind. Und wer das nicht angucken will, will die Arbeitsmarktsituation nicht verstehen. Wir kommen zwangsläufig zu einer dynamischen Betrachtung der Entstehung von Arbeitslosigkeit und der Bewegungen der Arbeitslosenquoten. Also ich habe darauf hingewiesen, dass in Mecklenburg-Vorpommern wir hatten eben gerade 15% ungefähr und vor 10 Jahren war das bei 20%. Sie würden staunen, wie viele Menschen in einem Monat von einem Zustand zum anderen wechseln. Es gibt auch einen dritten Zustand, den ich gar nicht erwähnt habe, nämlich nicht im Erwerbspotenzial. Das müssen wir auch mal beschreiben. Es jede Menge gibt, wie Sie. Im Prinzip sind Sie nicht im Erwerbspotenzial. Sie arbeiten nicht für Geld im Sinne von dem Sozialgesetzbuch. Sie sind Auszubildende, sie sind Studenten. Man kann sein, dass sie ein bisschen jobben, aber offiziell sind sie nicht in den Zahlen, die wir zitieren. Es gibt dazu noch institutionelle Einflüsse. Nicht? Es gibt junge Menschen, die sehr schnell eine Arbeit finden in Amerika, die tauchen kaum auf. Es gibt andere Länder, wo das unmöglich ist. Nicht? Es gibt auch Länder, wo man wirklich lange, lange Zeit warten muss auf den Abgang aus der Pfütze. Und ich werde nicht mehr von Pfützen reden, ich werde von einer Badewanne reden. Nicht? Und Sie kommen gleich dazu. Lassen Sie mir erstmal diesen neuen Zustand definieren. Also employed heißt Beschäftigte, aber im erweiterten Sinne sagen wir mal erwerbstätig und in Arbeit. Das würde heißen, auch Selbstständige gehören dazu, auch Familienmitglieder, die unentgeltlich für ihren Familienbetrieb arbeiten, die werden auch dazu gezählt. Nicht? Also insofern muss man, die Welt ist kompliziert. Wir müssen auch diese Leute auch mit einbeziehen. Und dann haben wir die Arbeitslosen. Das sind Leute, nach meiner ILO-Definition, Leute, die suchen und nichts gefunden haben. Wenn man employed und unemployed zusammenfasst, hat man das sogenannte, man kann also auf Englisch heißt es Labor Force, also Erwerbspotenzial reden. Also das heißt letztendlich nicht alles, was wir haben, weil es beschäftigbare Menschen gibt. Es gibt Menschen, die im Erwerbsalter liegen, die gerade nicht suchen und keine Arbeit haben. Die sind einfach nicht, die stehen nicht dem Arbeitsmarkt zur Verfügung. Und diese Menschen müssen wir als in diese letzte, manche sagen dazu stille Reserve, das ist nicht ganz umfassend richtig, weil es gibt auch Leute, die früh in die Rente gegangen sind. Es gibt Leute, die noch in der Ausbildung sind. Es gibt Studenten und so weiter. Insofern, die Frage ist für mich heute, wie viel Menschen wechseln diesen Zustand in einem Monat? Und wenn diese Wechsel der Zustände so hoch sind, wenn die Fälle von Zustandswechsel so hoch sind, dann kann das tatsächlich einen Einfluss auf die Niveaumessung haben. Das heißt, Dynamik durch diese Zustandswechsel kann tatsächlich Auswirkungen auf das Niveau haben. Jetzt müssen wir aber ganz klar sein, was kann es für Flüsse geben? Es gibt sehr viele Möglichkeiten. Sie können natürlich kündigen und aus dieser Beschäftigten-Situation kündigen und gleich in einen anderen Job gehen. Das machen sehr viele Leute in Deutschland, um die Gebrandmarkung von Arbeitslosigkeit zu vermeiden. Aber das ist nur eine Möglichkeit. Es gibt Leute, die den Arbeitsplatz verlieren, ungewollt.
unfreiwillig. Es gibt auch Leute, die kündigen und gehen in die Arbeitslosigkeit. Das gibt es ja. Leute, die auch selbstsicher sind, die haben immer wieder Jobs gefunden und die wollen jetzt erstmal 3-4 Monate Ruhe haben. Als ich studiert habe, gab es Freunde, die mal gekündigt haben und bis September irgendwie mal nach Portugal gefahren sind und haben da schon eine Zeit verbracht. Wer kann das ausschließen? Das ist nicht der typische Fall, aber wenn man es hat und kann, warum nicht? Viel häufiger sind die Leute, die aus unfreiwilligen Gründen in die Arbeitslosigkeit fließen. Die sind entweder gekündigt oder ihre Verträge laufen aus oder ihre Firma macht pleite. Man kann sie nicht unbedingt dafür schuldig machen. Dafür. Es gibt auch Ausgänge oder Abgänge aus dem Zustand beschäftigt sein über die Verrentung, über die Pensionierung von Menschen, Retirements. Es gibt auch Leute, die verletzt werden, können nicht mehr arbeiten. Sie gehören auch dazu. Und dann gibt es die Arbeitslosen. Wenn man arbeitslos ist, kann man wieder einen Job finden. Wir werden gleich die Zahlen sehen. Man kann auch sozusagen entmutigt in die stille Reserve sich zurückziehen. Leute, die nicht mehr suchen, keine Anstrengung mehr unternehmen, die gehören auch in diese Nichterwerbstätigkeit aus Nichterwerbslosigkeit, also das heißt not in the labor force. Und dann gibt es natürlich auch noch interessantere Möglichkeiten. Wenn Sie fertig sind und sofort einen Job finden sollten, dann machen Sie einen Sprung in die Beschäftigung, ohne dass Sie arbeitslos werden. Das ist auch deutlich möglich. Es gibt auch Leute, die das nicht schaffen. Dann werden sie vielleicht ein paar Monate oder mehrere Monate arbeitslos. Das sind die Möglichkeiten, die insgesamt in die Bewegungen möglich sind. Was mich so fasziniert und was viele Arbeitsmarktökonomen fasziniert, ist, dass die Niveaus von diesen drei Zuständen von Monat zu Monat relativ stabil sind, trotz dieser Beweglichkeit. Nicht? Also es ist... Ich werde einfach mal ein Beispiel benennen, diese Flüsse zwischen Arbeitslosigkeit und allen anderen Zuständen. Das heißt, wenn ich tatsächlich einfach mal mich fokussieren auf Unemployed, auf die arbeitslosen Zustände und guck mal erstmal, was ist der Bestand zum Ende des Jahres 2010 oder mittig im Jahre 2010 in Österreich hatten wir 250.000 Arbeitslose im Schnitt über die 12 Monate hinweg. Deshalb steht Average Unemployment. 250.000 und die Anzahl der neuen Fälle, die registriert wurden durch die Arbeitsämter in Österreich über die 12 Monate, 1 Million. Also das Vierfache vom Bestand im Schnitt in diesem Jahr 2010. Das war kurz nach der Finanzkrise. Alle hatten Angst und Bange. Waren wir alle, aber Deutschland nicht, weil Deutschland eigentlich Wirtschaftswunder, Arbeitsmarktwunder gestemmt hat, etc. Das sehen Sie in Deutschland, war das nicht viel anders. 3 Millionen im Schnitt im Jahr 2010 und neue Fälle 8,6 Millionen, Abgänge 8,8 Millionen. Einige von diesen Fällen sind von derselben Person verursacht worden. Wenn Sie vielleicht 6-mal in einem Jahr arbeitslos werden und immer wieder was finden, oder in eine Maßnahme gebracht werden, ist es ein Abgang, Zugang, Abgang. Also linke Spalte Inflows, Zugänge, Outflows, Abgänge. Und von Jahr zu Jahr hat eigentlich dieses Niveau an Arbeitslosigkeit in Deutschland immer in diesen Jahren zurückgebildet. Dann gucken Sie sich mal die USA an. Das ist auch erstaunlicherweise, ist ein großes Land, es ist nicht erstaunlich, dass es so viele Arbeitslose gibt, weil es ein großes Land ist. Aber es gibt auch ähnlich große Dynamik, gemessen auf eine leicht andere Art und Weise, erstaunlich nicht so dynamisch wie in Deutschland. Also diese Dynamik kommt auch durch den Wirtschaftserfolg, den man 2010 hatte. Das heißt, Arbeitsplätze werden geschaffen, Abgänge sind möglich, Zugänge sind möglich gleichzeitig. Insofern müsste man eigentlich unsere Vorstellung von dem Arbeitsmarkt etwas anpassen. Es ist nicht mehr eine stagnierende Pfütze, sondern es ist eine Badewanne, wo es reichlich Wasser stets reinfließt und Wasser rausfließt.
Fließen von Wasser müsste man mit Abgängen, steht da abhängen, Entschuldigung, es wird gleich korrigiert, Abgänge aus der Arbeitslosigkeit und dann gibt es Zugänge. Man kann tatsächlich weil es eben von der Größe der Volkswirtschaft abhängt, könnte man das als Rate ausdrücken. Und man nimmt zum Beispiel häufig die Zugänge als Rate bezogen auf die Beschäftigten. Das heißt, S mal L würde quasi die absolute Anzahl von neuen Fällen in der Periode bezeichnen. Und die Abgänge werden immer mit dem Arbeitslosenstand, also mit U verbunden. Also F mal U wäre die absolute Zahl von Abgängen aus der Badewanne. Okay, und diese Badewanne ist ein komplexes Gebilde, es ist eine schwarze Kiste, das ist eine Black Box. Es gibt Firmen, die suchen, es gibt Menschen, die relativ schnell Erfolg haben. Ich habe schon gesagt, es muss sein, dass Menschen eigentlich relativ schnell rauskommen, aber andere nicht. Wir wissen, dass es Langzeitarbeitslosigkeit gibt. Das sind die Leute, die sehr, sehr langsam aus der Wanne kommen. Aber auf der anderen Seite gibt es andere, die Bauarbeiter zum Beispiel, Künstler. Es gibt Leute, die regelmäßig saisonal bedingt arbeitslos werden. Die werden auch mitgezählt. Ja, insofern ist es eine sehr komplexe Lage. Und das führt dazu, wenn Sie mir erlauben, diese Definition von Abgang- und Zugangsraten zu machen, kann man tatsächlich die Arbeitslosenquote als Steady-State-Zustand der Arbeitslosen bei diesen beiden Raten ableiten. Das werde ich gleich machen. Sie können mal in der Übung, wird das etwas intensiver angeguckt. Die Veränderung der Arbeitslosenquote besteht aus einem Rennen zwischen den Zugängen, das wäre klein s mal l, und die Abgänge, klein f mal u. Sei erstere Menge größer, würde die Arbeitslosenquote in der Periode ansteigen. Und wenn die Abgänge in der Menge größer sind als die Zugänge in die Arbeitslosigkeit, dann würde das Arbeitslosenniveau zurückgehen. Und bei gleichbleibendem Niveau, sogenannte Steady State, Ruhelage des Bestandes, müsste es sein, dass die Arbeitslosenquote aus dem Quotienten der Zugangsrate und der Summe der Zugangs- und Abgangsrate besteht. Das ist eine bekannte Folge der dynamischen Betrachtung der Arbeitslosen-Dynamik. Man kann das verkomplizieren. Also Sie werden vielleicht gesehen haben, dass wir quasi die Betrachtung der Zustände beschränkt haben auf den oberen rechten Zustand. Man kann das Modell oder Buchführung, wenn Sie wollen, es ist nichts anderes als Buchführung, erweitern, indem wir auch die Abgänge aus der Beschäftigung in die Nichterwerbstätigkeit geht. Das kann man machen, es ändert die Formel nur in der Komplexität. Man hat die gleiche Logik und die Abgänge aus dem Erwerbspotenzial sind relativ selten im Vergleich. Das sind die Ruhestandssituation, Leute, die in die Ausbildung gehen. Und die Leute, die in die stille Reserve gehen, das ist relativ bescheiden. Ganz wichtig sind diese, wie in der Tabelle dargestellt, die Abgänge aus der Arbeitslosigkeit in Beschäftigung und umgekehrt. Ich muss Sie überzeugen, dass diese Betrachtung relevant ist. Und es gibt viele Fälle. Ich könnte zum Beispiel die ostdeutschen und westdeutschen Bundesländer, es gibt diese Statistik, Sie können die Abgangsquoten aus der Arbeitslosigkeit berechnen. Und Sie können aneinanderreihen mit den Arbeitslosenraten der jeweiligen Bundesländer. Sie fänden eine sehr hohe Korrelation. Nicht? Das können Sie gerne mal machen, indem Sie einfach auf die Webseite der Bundesagentur für Arbeit gehen. Die haben eine fantastische statistische Datenlage. In meinem Lehrbuch haben wir das mit England gemacht, weil es ein bisschen schwere Nuss vielleicht ist. Also die Engländer haben in der letzten Zeit eine relativ niedrige Arbeitslosenquote bis zur großen Rezession. Und trotzdem gibt es große Variationen. Und das sehen Sie in diesen Spalten. Also die erste Spalte ist die Zugangsrate in die Arbeitslosigkeit pro Monat. Und die sind relativ niedrig, aber Sie sehen durchaus Differenzen.
Unterschiede. Sie sehen auch, dass London und Eastern relativ niedrig haben. Und dann haben Sie die Arbeitslosenquoten auf der rechten Seite. Da sehen Sie tatsächlich in jenen Regionen, wo die Zugangsrate hoch ausfällt, ist die Arbeitslosigkeit selbst bei niedriger Arbeitslosenquoten relativ höher als in den, wo die Zugangsquoten niedrig sind. Beste Beispiel ist London. Nicht? Also in London und Eastern Midlands und so weiter gibt es relativ niedrige Zugänge. Und das hängt natürlich mit der Struktur der Industrie zusammen. Also im Finanzsektor werden relativ wenig Menschen gekündigt. Wobei im Norden, wo es sehr industriell ist, hat man leider für die Menschen, die betroffen sind, aber es ist eine Natur der Struktur der Beschäftigung und vor allen Dingen Konkurrenzprobleme, Wettbewerb aus dem Ausland, durch die Globalisierung ist es eine ganz andere Sache. Aber man kann das natürlich auf andere Gruppierungen anwenden. Hier sieht man, dass die Zugänge bei demografischen Gruppierungen auch unterschiedlich ausfallen. Also junge Menschen sind klar dynamisch, haben wenig Familiensorgen und können umziehen und hin und her gehen und vielleicht kündige ich den Job, ich finde was. Aber bei älteren Menschen ist es anders. Ja, man hat vielleicht nicht mehr so viele Optionen und so weiter. Und es ist genauso, wie das Modell vorhersagt, gerade wo die Arbeitslosenquoten niedrig sind, sind die Zugangsraten auch niedrig. Aber wir müssen auch die Abgangsraten erklären, nicht? Das ist auch interessant. Interessanterweise sind die männlichen und weiblichen Zugangsraten auch unterschiedlich. Das ist auch sektoral bedingt, beruflich bedingt, aber auch familiär bedingt. Die Welt besteht nicht aus Monokausalität. Also es gibt viele Einflüsse auf dieses Phänomen Arbeitslosigkeit. Aber ich wollte nur darauf hinweisen, dass Variation der Zugangsquote durchaus für die unterschiedlichen Arbeitslosenquoten relevant sein kann. Allerdings müssen wir andere Sachen betrachten. Wir haben S und wir haben F. F sei die Abgangsrate. Und alle Dinge, die die Abgangsquote aus der Arbeitslosigkeit beeinflussen könnte, bei gegebener Qualität der Arbeitsangebote und so weiter, müsste eigentlich auch angesprochen werden. Nicht? Das ist eine harte Aussage, aber es stimmt. Also wenn wir uns Sorgen um die Arbeitslosenquote und Bewertungen machen, dann müssen wir auch zur Kenntnis nehmen, dass wenn die Unterstützung, die man als Arbeitslose bekommt, hoch ausfällt, ist der Druck niedriger, aus der Arbeitslosigkeit zu kommen, im Schnitt. Ich rede jetzt immer von durchschnittlichen Situationen. Ich will keine Person nahe treten, aber es ist tatsächlich so, dass wenn ich die Möglichkeit habe, mein Humankapital zu schützen vor dem McDonald's-Job, nichts gegen McDonald's, aber wenn ich mal ausgebildet bin als Elektriker und ich habe meinen Arbeitsplatz verloren oder Elektrikerin, will ich nicht unbedingt gleich das schlechte Signal geben, dass ich kellnern muss. Ja, jeder Mensch hat eine andere Menschenlage, Lebenslage und die muss auch mal zur Geltung kommen. Deshalb gibt es Arbeitslosenunterstützung, um das Humankapital, das man hart erworben hat, die Fähigkeiten, einen bestimmten Beruf nachzugehen oder eine bestimmte Tätigkeit auszuüben, dass diese geschützt wird. Nicht? Aber das ist immer so eine interessante ein Spielchen zwischen der Entscheidung der Menschen. Ja, ist die Situation wirklich so schlimm? Ist meine Industrie wirklich im Eimer? Oder kann ich vielleicht noch ein paar Monate warten, vielleicht kommt es wieder? Oder vielleicht überschätze ich meine eigenen Fähigkeiten? Nicht? Also wenn ich mal hier rausfliegen würde, würde ich wahrscheinlich keinen Job in den USA bekommen. Muss ich ehrlich sagen, aus verschiedenen Gründen. Ich müsste wirklich ganz tief ins Glas gucken. Und das hat mit Alter, es hat mit Berufserfahrung, es hat mit spezifischem Humankapital, das man hier in Europa erworben hat. Nicht? Und egal wie viel man publiziert hat, ist es vielleicht nicht so einfach. Aber ich würde wahrscheinlich irgendwas bekommen nach mehreren Monaten von Suchen. Aber wovon lebe ich dann in dieser Situation?
Das ist die Entscheidung, die jedem begegnet, wenn man tatsächlich in dieser Situation ist. Deshalb haben die Europäer in ihrer Solidarität Systeme entwickelt. Und übrigens, das deutsche System geht auf Bismarck zurück. Die Arbeitslosenunterstützung eher auf die 20er Jahre, aber dieses System der sozialen Solidarität. Aber man hat immer das Problem des moralischen Risikos. Moral Hazard. Jede Versicherung hat einen Haken. Und deshalb gibt es Selbstbeteiligung beim Auto. Nicht? Ansonsten würde man einfach, mir egal, ich fahre gegen den Baum, solange ich überlebe. Es wird ersetzt. Nein, es kann nicht so funktionieren. Nicht? Insofern gibt es in diesen Ländern, die Sie sehen, das ist ein Grund, weshalb ich das zeige, große Varianz, aber auch eine Art Eigenbeteiligung. Es gibt eine maximale Bezugsdauer. Es gibt Anwartschaften, die notwendig sind, bevor man in den Genuss von Arbeitslosenversicherung kommt. Sie können nicht einen Tag arbeiten und dann mal arbeitslos werden. Das geht auch nicht. Das ist doch klar, jeder Mensch hat eigene Geheimnisse, eigene Fakten, die man persönlich kennt und kann nicht mal öffentlich darstellen. Insofern gibt es die typische Versicherungsproblematik. Und Sie sollen im Klaren sein, je länger die Anspruchsdauer, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen gegebenen Job, ein gegebenes Angebot ausschlage, weil ich denke, ich könnte besser was bekommen, wenn ich einfach länger gucke. Oder vielleicht kommt etwas auf mich zu. Vielleicht weiß ich, ja, in 6 Monaten gibt es eine neue Fabrik, gibt es eine neue Produktionsanlage, gibt es eine neue Firma. Ich habe vielleicht eine Möglichkeit, bis dorthin durchzuhängen und dann schaffe ich das. Ja, solche Entscheidungen gehören auch zu dieser Abgangswahrscheinlichkeit, die wir gesehen haben. Und Sie sehen auch, dass die in Europa, gerade in Europa, die europäischen Länder sind nicht so unterschiedlich, dass es ganz große Unterschiede bei der Langzeitarbeitslosigkeit gibt. Gerade in Skandinavien hat man relativ niedrige Langzeitarbeitslosenquoten. Das ist diese letzte Spalte. Das sind der Anteil der Arbeitslosen, die mehr als 12 Monate arbeitslos sind. Da sehen Sie Unterschiede. Vergleichen Sie mal Dänemark mit Deutschland. Das sind Nachbarn. Es kann nur eigentlich an den institutionellen Gegebenheiten liegen, dass mehr als 50% der Arbeitslosen in Deutschland Langzeitarbeitslosen sind und in Dänemark nur nach einem Viertel oder ein Fünftel in diesem Jahr 2006. Die Situation ändert sich von Zeit zu Zeit. Es gab die Hartz-Reformen, das hat tatsächlich viele Menschen in Arbeit gebracht. Es hat diesen Prozess beschleunigt, ohne Wertung jetzt. Hat Deutschland eigentlich super Zahlen verglichen mit 2006? Das war der Erfolg der Hartz-Reformen. Mögen wir es oder nicht? Man hat die Arbeitslosenquote auf ein auf das niedrigste Niveau seit der Wiedervereinigung gebracht. Mehr Menschen gab es nie in Arbeit wie jetzt, aber mit Kosten, nämlich niedrige Löhne. Nicht? Und vielleicht einige Leute, die unzufrieden sind mit ihrem Schicksal, aber sie haben Arbeit. Sie produzieren, sie tragen zur Wertschöpfung der Wirtschaft und zur Unterstützung des gesamten Systems bei. Aber ich will nur sagen, gucken Sie sich mal die Variation dieser verschiedenen Quoten. Und ich meine, es gibt natürlich eine Alternative zur Dänemark. Man kann auch Kanada oder USA nehmen. Die Situation ist völlig anders, viel härter, viel weniger Lohnersatzleistung, viel schwieriger ins System überhaupt zu kommen. Man würde vielleicht sagen, das ist doch toll, Freiheit etc., aber man hat natürlich einen Preis. Und man kann das so oder so sehen, ich will ohne Wertung aus diesem Thema rausgehen. Hatten Sie eine Frage? Hat jemand eine Frage gestellt? No, okay. Ich habe gerade eine Hand gesehen, vielleicht ist es eher Genen. Gut, das ist ein ganz toller Aspekt. Ich würde auch gerne mal das vertiefen. Vielleicht in einer Ringvorlesung, wo man ein bisschen über die eigene Forschung. Die Rolle der Hartz-Reformen ist noch umstritten. Es gibt Leute, die sagen, es hat gar nichts gebracht, es hat nur Menschen miserabel gemacht. Wir können zeigen, dass gerade in den Bereichen, wo die Löhne am moderatesten entwickelt haben, zum Teil wird es eigentlich Reallohnrückgänge geben, dass die Beschäftigung in diesen Bereichen am stärksten gestiegen ist. Das ist
unwiderlegbar und alles seit 2003. Das heißt, es gab eine, möglicherweise eine Schattenseite der Hartz-Reformen, die steigende Ungleichheit im Lohn, allerdings durch Transferzahlungen, durch das soziale System weitestgehend ausgeglichen. Vor allen Dingen geht es darum, dass Zweitverdiener in den Arbeitsmarkt gehen und die Familiensituation unterstützen. Gleichzeitig eine sehr große Beschäftigungserfolg, zunächst mal Teilzeit und jetzt in Vollzeit umgewandelt. Warum reden wir davon? Warum ist das so interessant für uns als Makroökonomen? Weil wenn man arbeitet, wenn gearbeitet wird, wird auch produziert im Betrieb, beim Staat. Es gibt Output und Output heißt Bruttoinlandsprodukt. Das heißt Output, den wir verteilen können oder für uns behalten können. Und deshalb müssen wir quasi immer die Arbeitslosenquote in einer Volkswirtschaft mit dem verlorenen Output vergleichen. Ob freiwillig oder unfreiwillig, ist der Preis der hohen Arbeitslosigkeit verloren gegangene Produktion, Output, Wertschöpfung, Einkommen, verfügbare Masse für Umverteilung, wenn wir das wollen. Und vor allen Dingen muss man zur Kenntnis nehmen, dass kurzfristig die Produktions- und das Kurzfaktor, den wir variieren können, nicht Kapital ist. Sie können nicht von einem Monat zum nächsten ein neues Gebäude errichten, sondern sie können mehr Leute in Arbeit bringen oder mehr Stunden beschäftigen. Und deshalb ist das Produktionspotenzial, das wir im Solo-Modell verstanden haben, durch mehrere Dimensionen bestimmt. Es geht nicht nur um Kapital, es geht nicht um technischen Fortschritt, aber von Jahr zu Jahr und gerade im Konjunkturverlauf geht es um die Beschäftigung. Nicht? Also gerade die Unternehmer, die Menschen einstellen, Stunden einstellen und mit diesen eingestellten Stunden was produzieren, bedeutet niedrige Arbeitslosigkeit und mehr Beschäftigung. Deshalb müssen wir immer quasi das gleichgewichtige Niveau an Arbeitslosen oder die Arbeitslosigkeit mit einem Output-Niveau verknüpfen. Und später in der Makroökonomik werden wir häufig mit dem Begriff der gleichgewichtigen Arbeitslosigkeit beschäftigen. Das ist ohne Wertung. Das heißt nur, was kann die Wirtschaft in der gegebenen Struktur mit den gegebenen Anreizen und Institutionen produzieren, ohne dass inflationäre Tendenzen kommen oder dass die Wirtschaft irgendwie aus der Dynamik kommt. Die Frage ist, was ist dieser gleichgewichtige Output-Niveau? Und da gibt es Schätzungen davon. Also die OECD jedes Jahr bietet Schätzungen von diesen Gleichgewichts-Arbeitslosenquote und manchmal liegen sie ein bisschen zu hoch, ein bisschen zu niedrig. Aber Sie sehen, es gibt durchaus Unterschiede. Die sind teilweise durch die wirtschaftliche Struktur bedingt. Also durch diese friktionelle Betrachtung, die wir hatten. Gerade in Spanien gibt es sehr viel Landwirtschaft. Und in landwirtschaftlichen Bereichen ist der Zugang an Arbeitslosigkeit pro Periode immer höher als in Dienstleistungen. Das heißt, es ist ganz klar, dass Spanien auch in den besten Zeiten eine höhere Arbeitslosenquote haben wird, solange es eine große Landwirtschaft gibt, solange es Südspanien gibt und ebenfalls für Länder wie Italien und Griechenland. Das heißt, man muss wirklich die Abweichungen von diesen langfristigen Trends angucken und in Spanien ist es viel, viel höher als 13%. Das ist klar. Da würden wir das sofort verbinden mit der Nachfrage nach Gütern, mit anderen Problemen und das ist gerade zurück zu dem Punkt, die Makroökonomie beschäftigt sich nicht nur mit der langen Frist, sondern mit der kurzen Frist. Man kann es auch auf die Löhne und Beschäftigung Münzen, man sieht auch, dass diese Indexzahlen, ich zeige dieses Bild jedes Jahr, um Ihnen klarzumachen, man kann mit Statistik nicht nur lügen, man kann auch ein bisschen färben. Es ist nicht gerade fälschend, Sie müssen nur mal das Kleingedrückte mal lesen. Also das, was Sie sehen, ist einfach die Entwicklung einer Indexzahl normiert auf 100 im Jahr 1970. Das heißt nicht, dass der Lohn 100 war in Europa im Jahr 1970. Das sind Reallöhne über mehrere Länder gemittelt und gewichtet, durch die jeweiligen Preisniveaus dividiert. Und dann hat man gesehen, was da passiert. Wenn Sie sich das jetzt angucken, sehen Sie die schönen Zeiten der 70er, wie in den 60ern, nenne ich hier abgebildet, steigende Reallöhne, steigendes
hohes Wachstum, niedrige Arbeitslosenquoten. Die Beschäftigung waren erstaunlich stabil, aber steigend, mehr oder weniger. Und dann gab es ein paar Perioden, wo die Lohnentwicklung sich relativ moderat entwickelt hat. Gerade in den 90er Jahren war es eine gute Zeit für Europa, was die Beschäftigung angeht. Und dann natürlich haben wir die letzte Situation durchaus nicht nur durch die große Rezession, sondern auch durch den Euro verursacht, weil das Euro-Korsett macht es sehr schwer für Länder, wettbewerbsfähig zu bleiben. In den USA haben wir eine völlig andere Entwicklung. Wir haben eine Reallohnmoderation in den 70er Jahren, die sich verknüpfen lässt mit den Entwicklungen in Europa in den 90er Jahren, erst später. Und dann haben wir in den 90er Jahren eine Zeit von relativ steigenden Löhnen, die man auch mit dem Internet, Entwicklungen im Internet verknüpft. Und in dieser Zeit war die Beschäftigungsexpansion in den USA etwas moderater. Aber das ist nicht die einzige Erklärung. Man kann nicht alles auf eine bivariate Relation. Sie sehen ja, es gibt Nachfrage und Angebot. Und gerade in den 70er Jahren gab es in den USA sehr, sehr viele Neuanbieter am Markt, die Frauen vor allen Dingen. In Deutschland kam das erst jetzt, seit den Hartz-Reformen vor allen Dingen, aber seit Ende der 90er Jahre gibt es einen großen Anstieg der angebotswillige Leute, die nicht mal im Erwerbspotenzial waren, sind jetzt am Arbeitsmarkt und die drücken natürlich auf die Löhne. Das ist eine ganz deutliche Interpretation davon. Wir haben schon gesehen, dass die Entwicklung durchaus schwanken kann. Deshalb, wenn wir die Daten angucken, können wir durchaus Punkte wie A1 oder A2 haben von Jahr zu Jahr. Das heißt, es gibt Fluktuationen, die durch andere Variationen verursacht sind. Die Konjunktur zum Beispiel. Insofern denken Sie, diese Analyse ist eher so eine mittel- bis langfristige Betrachtung der Entwicklungen. Und was dazwischen kommt, kann natürlich total anders aussehen. Und ich denke jetzt an Griechenland. Also die Hoffnung ist, dass Griechenland durch diese Reformen zum Beispiel auf eine Moderation der Lohnstückkosten und vor allen Dingen mehr Tätigkeit der Unternehmen. Aber diese Prozesse dauern 5 bis 10 Jahre. Und was wir in Griechenland jetzt beobachten, ist eigentlich eine Katastrophe. Wir haben einen Ausfall der Bruttowertschöpfung, die ist offensichtlich durch die aggregierte Nachfrage verursacht. Und dazu verstehen haben wir noch nicht das geeignete Werkzeug. Hier geht es um langfristige Tendenzen und deshalb machen wir weiter in dieser Vorlesung, um das zu verstehen. Dahin zu kommen, müssen wir Geld einführen. Wir müssen das Verhalten der Geldpolitik verstehen. Wir müssen auch verstehen, weshalb man nicht immer an dem Punkt landet, wo man eigentlich landen sollte. Und wir werden auch damit lange, lange diskutieren. Trotzdem, ich sage einfach, hier geht es also im Sinne von Solo. Solo, Langfrist, wie kann Deutschland hohes Wohlstandsniveau aufrechterhalten? Wie kann man das gleichgewichtige Output-Niveau auf eine höhere Ebene bringen? Und was wir heute abgebildet haben, ist die Rolle der Arbeitslosigkeit. Also wenn aus welchen Gründen auch immer nicht beschäftigt wird, heißt es, dass das Output Y potenziell nicht zur Verfügung steht. Nicht? Also das ist die Rolle des Arbeitsmarktes, ist zentral. Sie können das auch mal sehen. Wenn ich die Leute zu mehr Arbeit bewegen kann, und ich denke jetzt an die Hartz-Reformen, kann man tatsächlich auf dem Kosten etwas niedriger Löhne, kann man tatsächlich mehr Beschäftigung und mehr verteilbare Masse, um gerade die harten Fälle, die Härtefälle abzufedern. Das ist eine Interpretation. Es gibt andere Möglichkeiten, das Output-Niveau anzuheben. Man kann tatsächlich mehr investieren. Und bei mehr Investitionen verschiebt sich die Produktionsfunktion bei gleichem Input von Arbeitskräften nach oben. Das wäre eine Rechtsverschiebung von der Arbeitsnachfrage nach rechts. Und selbst bei der Arbeitsangebotssituation, die wir geschildert haben, hätte man mehr Löhne und auch mehr Beschäftigung. Das ist auch so eine Möglichkeit, die gerade in vielen Ländern ein Problem ist. Deshalb wird immer nach mehr Investition hierzulande geschrieben. Und zum Schluss, die drei Faktoren kommen wieder zum Tragen. Das letzte ist, die Produktionsfunktion kann sich von
insgesamt nach oben schieben durch technischen Fortschritt. Das würde heißen, bei gleichem Kapitalinput, bei gleichem Arbeitsinput ist die Nachfrage nach Arbeit angestiegen, führt zu mehr Beschäftigung, zu höheren Löhnen. Und das ist natürlich der Fall, den wir alle haben wollen. Der Kuchen vergrößert sich von alleine durch technischen Fortschritt. Aber solche technischen Erneuerungen zu finden, ist gerade das Schwierigste überhaupt. Manche kommen so einfach zufällig, manche müssen mal sich überlegen, wie können wir das herbeiführen. Gut, also wir haben eine Menge gemacht heute. Nächste Woche wird es noch interessanter. Es geht um Preise, Geld und die nominale Wirtschaft. Vielen Dank.